Heute in Greiz hat es uns sehr gut gefallen, weil das Publikum emotional richtig gut mitgegangen ist. Wir konnten auch einige Kriminalfälle, die hier in Greiz in der Umgebung waren, besprechen. Und wie immer war es eine sehr schöne Veranstaltung. Und wir danken an der Stelle auch natürlich hier den Mitarbeiterinnen der schönen Bibliothek in Greiz. Ich fand den Abend von der Bibliothek Greiz sehr gut organisiert. Sehr aufmerksames Publikum, also aus meiner Sicht ein Abend, wie ich ihn bis jetzt bei fast 150 Veranstaltungen gewöhnt bin. Ich heiße Corinna Gutmann, ich leite die schönste Bibliothek dieser Welt, nämlich die Stadt- und Kreisbibliothek Greiz. Und ich freue mich, dass ich seit 6 Jahren beim Krimi-Literaturtagen Vogtland dabei ist. Und das war natürlich ein toller Abend. Mord geht immer, Mord und Totschlag. Und ich hoffe, es wird für uns alle wieder ein tolles Krimi-Literaturjahr sein. Und 2018 ist, glaube ich, auch wieder dabei.